Willkommen bei iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie einen YouTube-Film herunterladen können. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Sie brauchen dazu den VLC-Player, der ist hier bereits installiert, unter Multimedia VLC-Player, oder bei sich zu Hause laden Sie den gratis herunter, gehen Sie ins Internet, gehen Sie zu VLC und hier offizieller Download bei videolan.org. Ich starte mit der Webseite YouTube. Ich gehe hier einen Film suchen, Andreas Theos, Word, Querverweis, und genau den Film hier möchte ich bei mir speichern. Normalerweise ist man versucht, mit einem Rechtsklick diesen Film herunterzuladen. Leider geht das so nicht. Aber mit dem VLC-Player geht's. Ich kopiere mir diesen Link hier oben mit Ctrl-C, nehme den in den Zwischenspeicher, starte wie gesagt den VLC-Player hier unter Multimedia. Hier beim VLC-Player gehen Sie zu Medien, bei Medien zu Netzwerkstream. Hier beim Netzwerkstream fügen Sie diesen Link mit Ctrl-V hinein. Die Wiedergabe würde gerade gestartet. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich stoppe sie hier wieder. Aber ich gehe nun zu Werkzeuge, Codec-Informationen und erhalte hier nochmals einen kryptischen Link. Ich mache hier einen Triple-Klick, kopiere mir diesen Link, Ctrl-C, und gehe zurück zu YouTube und füge nun hier oben bei der Adresszeile diesen kryptischen Link ein. Enter-Taste. Derselbe Querverweise in Microsoft beginnt nochmals und diesmal kann ich ihn herunterladen mit einem Rechtsklick, Video speichern unter, bestimmen Sie, wo der Film gespeichert werden soll, und Sie sehen, Sie erhalten eine MP4-Datei. Speichern, das war's.